Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir haben uns heute hier versammelt, um diese Sonnenstrahligkeiten zu zelebrieren. Das Ganze in Kombination mit einer Süßwarenspeise. Und eigentlich macht man bei so wunderbaren Temperaturen, lässt man das mit einem Eis ausklingen. Aber wir machen das komplett anders. Und zwar zwirbeln wir uns eine Waffel rein. Waffelheimer und Söhne GmbH. Wir fahren jetzt auf jeden Fall Richtung Kantstraße zu Waffle Brothers. Es handelt sich hier um eine neue Folgigkeit Hood Cuisine on Tour. Ich habe tatsächlich gemerkt die letzte Zeit, ich könnte jeden Tag 4, 5, 6 Folgen drehen. Einfach weil so viel Auswahl ist. Wir haben so viele Dinge geplant mit so vielen Menschen, so viele Gäste, so viele Spots. Heute mal auf jeden Fall Süßspeisen-Styli. Und wie ich es letztes Mal auch schon erwähnt, schreibt alle Vorschläge in die Kommentare. Nicht nur deftige Mahlzeiten. Wie gesagt, heute gehen wir Richtung Waffel. Wahrscheinlich in Berlin wird es so viele Waffelspots geben, die ich gar nicht kenne. Aber heute auch wieder ein Laden, den ich schon sehr, sehr lang kenne und auch extrem feier. Links die Messe. Wir schippern jetzt schön Richtung Kantstraße. Allein in der Kantstraße könnten wir wahrscheinlich wochenlang drehen, Hood Cuisine on Tour. Also wir könnten direkt am Anfang von der Kantstraße, ich weiß gar nicht, ob das schon die Kantstraße ist, doch, die neue Kantstraße. Man könnte direkt vorne anfangen. Vorne ist die Messe, man biegt hier rechts ab und direkt vorne ist ein wunderbares Restaurant, wirklich überkrasses Restaurant, Hafis. Hier werden wir wahrscheinlich auch das ein oder andere Restaurant oder sonstige kleine Lokation abchecken. Wir fahren jetzt weiter Richtung Waffle Brothers. Gerade hier in der Kantstraße gegen könnte ich wirklich an jeder Ecke anhalten, euch Essensspots zeigen, weil ich wirklich hier super, super oft bin. Einer meiner Favoritenspots ist auf jeden Fall der Dönerladen hier drüben, Theos Bistro. Klein, unauffällig an der Ecke, aber auf jeden Fall empfehlenswert. Einige haben ja auch geschrieben, check mal ein paar Dönerläden. Wir werden auf jeden Fall einige Dönerläden checken. Wie gesagt, Theos abchecken. Und auf der Kantstraße gibt es auch noch Superhahn, aber ich werde versuchen natürlich überall mich noch hin zu aktivieren. Kurz zur Information, hier rechts ist die Windscheidstraße, wo wir letztes Mal bei Alano waren. Hier geradeaus Go Asia, dort hole ich immer meine wunderbaren M150 10er Pack. Wobei ich aktuell sagen muss, der Energy Drink Konsum wurde massiv reduziert. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal hier im Bermuda Dreieck der Essensspots. Direkt gegenüber Superhahn. Einer der krassesten, wenn nicht der krasseste Döner. Werden wir auf jeden Fall aber auch noch Hood Cuisine und tourmäßig abchecken. So, hier rechts hat auf jeden Fall Royal Donuts neu aufgemacht, seit ein paar Monaten glaube ich erst. War ich auch schon, ist unnormal krass. Waffel organisiert. Wir haben auch ein paar Leute geschrieben, warum ich nicht die Shops direkt zeige oder mit den Leuten rede und so weiter. Aber ich will auch nicht die Kunden penetrieren, das heißt bei Hood Cuisine on Tour steppen wir unauffällig in die Läden rein. Wir holen unsere Mahlzeiten, genießen die danach. Im besten Fall bewerten wir die. Allerdings wie heute könnte ich euch jetzt eigentlich die Bewertung schon vorwegnehmen, weil, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? So, ich hoffe, die Mühle wird nicht zu intensiv durchgeschäkt aufgrund von Rollerfahrtigkeiten. Wir sind jetzt hier in dem wunderbaren Lietzensee. Ganz wichtig ist auch, Hunde sind an der Leine zu führen. Geschützte Grünanlage. Also, lange Rede, kein Sinn. Hood Cuisine mäßig, wenn wir uns jetzt natürlich draußen hier irgendwo hinflacken und diese Waffel zu Gemüte führen. Und ich würde mal sagen, Hood Cuisine mäßig wird das jetzt hier mit diesem Ausblick verspeist. Und wir öffnen jetzt das wunderbare Gerät. Wir haben bezahlt 4,50 Euro, 10 Euro hingegeben, 5,50 Euro zurück, retour. Ich sehe gerade da oben gegenüber so eine Bude mit Ausblick, wäre natürlich auch, naja, okay, abgeschweift. In diesem Sinne öffnen wir jetzt die Mühle, 4,50 Euro und alter Vater. Also man kann schon sehen, bisschen Apfelmus, bisschen Vanillesoße, bisschen Erdbeere, Kiwi, Toffifee, weiße Chocolate Chips. Ich sag mal so, ab geht die Luzi. Gerade für mich als Sportler ist natürlich eine ausgewogene Ernährung super wichtig. Und da ist das hier genau das Richtige. Ihr habt da drin alles.
Spannung, Spaß und Vanillesoße und noch ein Ausblick, Haute Cuisine mäßig. Ich sag dir, wie es ist. Es ist einfach krass. Also so wie ich gerade erfahren habe, wird auch dieser vordere Bereich hier für Hochzeiten und Events vermietet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich jemals 5 von 5 Hoodies gebe. Also da muss man wirklich schon komplett hinschmelzen vor lauter kulinarischem Erguss. In diesem Sinne gebe ich hier auf jeden Fall für den Geschmack 4 von 5 und Preis auch 4 von 5. Also ich weiß nicht, ob das wie so eine Happy Hour war, aber 4,50 Euro für die Ladung so, das fühlt sich auf jeden Fall an, als wäre man massiv satt. Du kannst auswählen, was du drin haben willst. Du kannst die Soßen auswählen, du kannst hier noch Toppings drauf scheppern. Toppings habe ich jetzt weggelassen, ich habe nur Puderzucker. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt positiv, genießt das Leben, geht bei dem Wetter raus auf jeden Fall. Schickt Essensspots in die Kommentare. Ahoi!